Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Leitstellenspiel.de. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zurück. Ja, es ist ein bisschen her, dass wir tatsächlich die letzte Folge veröffentlicht haben. Es hat ein bisschen gedauert, ja alles. Und wir sehen, es funktioniert alles nicht mehr so, wie es funktionieren sollte, weil es eine neue Version des Leitstellenspiel-Managers gibt. Das heißt, wir müssen das Ganze jetzt so erstmal ein bisschen weiter fortführen. Das heißt, wir haben diese ganzen Komfort... Oh. Warte mal, geht das so einfach? Huch. Wenn das jetzt so einfach gehen würde, ne? Was hat jetzt? Warte mal, wie? Warte mal, vielleicht funktioniert das jetzt, wenn ich die Seite neu lade. Ah. Ich glaube, jetzt funktioniert's. Ja. So funktioniert's. Lustig. Einen Treppensturz haben wir nicht. Oh, das mal so. Brennende Weihnachtsdekoration. Was brauchen wir denn da? Eine Drehleiter, ein EW2LF. Oha. Das ist jetzt natürlich alles auch etwas ungünstig. Das hat nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Aber ihr werdet vielleicht merken, ich habe ein neues Mikrofon. Ich habe mir da was gegönnt. So ein bisschen. Oh. Täglichen Login können wir natürlich noch abholen und den Adventskalender für heute öffnen. Sowas nämlich. So, der nächste Krankentransport, den können wir direkt auch nochmal hier. Brennendes Gras, den Einsatz haben wir aber auf jeden Fall. Brennendes Gras. Zack, wunderbar. Das funktioniert dann doch hervorragend. Ja, klasse. Also es funktioniert doch irgendwie. Es hat nur etwas gedauert, dass sie jetzt in Reihe und Glied zu bringen. Aber das ist nicht schlimm. Das ist absolut nicht schlimm. So, jetzt dürfte ich auch ein bisschen leiser sein. Ja, ist ein bisschen schwierig, das jetzt noch alles mit dem neuen Mikro einzustellen, etc. pp. Da habe ich sicherlich vielleicht noch die eine oder andere Startschwierigkeit. Ich hoffe, ihr werdet es mir verzeihen. Auch schon Ewigkeiten kein Let's Play mehr moderiert. Ist schon ein bisschen her, ne? Ist wirklich schon ein bisschen her. Aber gut, so ist das manchmal. So ist das manchmal. Und das ist auch ein bisschen hoch hier. Verdammt, wie kann ich das denn? Das Problem ist, ich kann das nicht so in der... Ich würde das gerne etwas anders... Ah ja, gut, das geht. Aber irgendwie nicht. Muss ich mich tatsächlich noch mal ein bisschen mit beschäftigen mit dem Gerät hier. Das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, bis ich hier die richtige Einstellung gefunden habe für das Ding. Es tut mir also leid, wenn das jetzt noch nicht so ganz funktioniert. Aber gut, hey, wir kriegen das schon hin. Wir schaffen das, Leute, wir schaffen das.
Das Flughafen LF fährt raus. Ja, das ist doch schön. Kommt ja auch was zu tun. Aber ich würde sagen, wir lassen die Einsätze trotzdem mal schnell generieren, sonst wird das hier nichts, ne? Sonst hocken wir hier so Ewigkeiten rum und es passiert ja einfach nichts. So, guck mal hier. Tragehilfe durch ein Löschfahrzeug. Was mich jetzt mal interessieren würde, da habe ich tatsächlich neulich drüber. Ah. Und die Gehirnerschütterung. Da habe ich neulich drüber nachgedacht. Und zwar hier habe ich das. Ja, doch, GW-Höhenrettung habe ich schon. Passiert ja momentan nicht viel hier, ne? Muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Aber gut, es gibt halt so Zeiten hier, ne? Das ist halt normal. Ein Geisterfahrer. Polizei. So, und wir haben noch einen Kranktransport. Oh, den Geisterfahrer habe ich geteilt. Wieso habe ich das so gemacht? Naja, gut. Nicht schlimm. Und noch einen allergischen Schock. Oh, den habe ich auch direkt geteilt. Ich mache das immer über E, ne? Naja gut, dann haben die anderen aus dem Verband auch was davon. Brauchen sie zwar nicht, also bringt denen an der Stelle ja nichts, aber gut. Haben sie halt was davon, dann ist das halt so. Akute Bauchschmerzen. Ja, gibt alles nicht viel, ne? Gibt alles wirklich nicht viel. Aber was sein muss, muss sein. Amputationsverletzung. Also momentan ist hier wirklich rettungsdienstlich ist viel los, ne? Aber ansonsten. Ich hoffe, es hat keiner gehört.
meine Brüllmücke losgelassen hier. Aha, ein Großbrand im Möbelhaus. Habe ich das schon? Großbrand. Na, das wird schon irgendwie passen. Mit der Elena Orgel auch mit drin? Ich sehe das jetzt gar nicht. Sieht jetzt gerade mal nicht so aus, ne? Haben wir die jetzt vergessen da? Haben wir. Elena Orgel. Komm, packen wir das mal noch mit rein. Bin mir da jetzt gerade nicht sicher. Wahrscheinlich sind die doch mit drin. Ja, doch, waren doch mit drin. Mist. Ah, hätte ich mir das auch sparen können. Hier bei Böfner. Böfner ist das, wollte gerade sagen. Kenne ich doch. Hier noch eine vaginale Blutung. Zack. Verkehrsunfall. Ohne Verletzte an dieser Stelle. Eine brennende Trafostation. So, die Einsätze haben wir durch. Dann fehlt da noch ein Krankentransport. Den RTH einmal. Jetzt wird so langsam kriegen wir jetzt, also so langsam haben wir jetzt hier wirklich, nehmen wir hier Fahrt auf, ne? So langsam macht es wieder Spaß, das ist doch schon mal sehr gut. Das ist doch schon mal sehr gut. Ich freue mich. So, und damit beenden wir auch die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Das Ganze könnt ihr gerne unterhalb des Videos tun. Ansonsten machen wir euch das mit dem Abo jetzt auch ganz einfach, indem ihr auf den Button klickt, der auf der rechten Seite im oberen Bildschirmrand zu sehen ist. Und wenn ihr ein weiteres Video sehen wollt von unserem Kanal, dann klickt doch einfach auf den Button, der jetzt rechts unten eingeblendet wird. Ich wünsche euch was. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Leitstellenspiele.de. Ciao, ciao.